Wir haben Mittwochabend und damit herzlich willkommen bei Ron. Es ist Bergfest der Woche und Lukas Föhr, ein Wunder, dass dem gerade nicht die Schweißperlen auf der Stirn stehen, denn vor der Sendung ist es manchmal doch ein bisschen hektisch, auch hier bei uns. Aber alles gut. Genau, wir haben die Themen auf dem Radar des Tages. Heute hat die Klimakonferenz ICCA in Heidelberg begonnen mit einigen Tumulten. Wir haben die ersten Bilder dazu. Außerdem das, Simon Steyhoff, unser Reporter, hat sich mal die regionalen Kommunalwahlkandidaten hier in der Region angeschaut und geschaut, wie machen die eigentlich genau Wahlkampf im Jahr 2019. Und im Sport haben wir uns das Risikospiel, das am Samstag ansteht, zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Waldhof mal genau angeschaut und was da die Polizei macht. Das und mehr jetzt bei Ron. Tja, wie das Klima zu retten ist, darum ging es heute unter anderem bei der internationalen Klimakonferenz ICCA in Heidelberg. Da soll es auch darum gehen, um das Klimaabkommen von Paris 2015, wie das umzusetzen ist. Rund 1000 Experten aus der ganzen Welt tauschen dort in den kommenden zwei Tagen ihre Erfahrungen aus, diskutieren Finanzierungsmöglichkeiten und wollen gemeinsam praktische Lösungen für Klimaschutz und eine Klimaanpassung finden. Mit dabei waren auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Abseits der Veranstaltung, da gab es auch Protestaktionen. Die Heidelberger Gruppierung der Extinction Rebellion Heidelberg blockierte zeitweise die Theodor-Heuss-Brücke. Klimaschutz, das ist auch ein Thema irgendwie bei den Wahlen. Wir haben die Kommunal- und die Europawahlen und da ist es teilweise ja gar nicht so einfach. Europawahl relativ simpel, ne? Ein Kreuz und fertig ist die Laube. Bei der Kommunalwahl, da können Sie ganze 48 Kreuze setzen. Aber das ist dann die Frage, wie und vor allem auch ist die Frage, ja, wen wollen Sie denn wählen? Wie nah sind die Kandidaten eigentlich an den Bürgern? Simon Steyhoff ist in dieser ganzen Woche unterwegs gewesen und hat sich mal vor Ort angeschaut, wie die Kandidaten Wählerfang betreiben. Hier geht's ganz klassisch zu. Unser Reporter ist mit CDU-Spitzenkandidat Claudius Kranz beim Straßenwahlkampf im Stadtteil Rheinau. Die Menschen hier beschäftigt die Sauberkeit auf den Straßen. Außerdem wollen sie besser mit dem öffentlichen Nahverkehr an die Innenstadt angebunden werden. Es ist ja immer die Frage, wie kann ich als Kandidat auch mit dem Bürger ins Gespräch kommen? Wenn ich jetzt eine klassische Veranstaltung mache, als Party, komme ich mit 100 Leuten an so einem Tag oder an so einem Abend ja gar nicht ins Gespräch. Und die Bürger, mit denen unser Reporter spricht, nehmen dieses Gesprächsangebot auch an. Ich finde das besser, auf der Straße Leute ansprechen und ihre Meinung sagen und vor allen Dingen auch, dass man hört, was wollt ihr eigentlich? Ich war jetzt da im Auto gesessen und habe das gesehen, es läuft jeder vorbei. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal, dass da wenigstens mit jemand redet. Es ist nicht überzeugend, was mir die Leute sagen. Überzeugen wollen die Grünen in Heidelberg. Unser Reporter trifft sie auf der sogenannten Klimaradtour quer durch Heidelberg selbst. Wahlkampf zum Anfassen nennt das Spitzenkandidatin Luitgard Nipp-Stolzenburg. Ja, wir wollen die Menschen zu den Orten führen, an denen sie Klimaschutzmaßnahmen sehen können. Und das ist spannender, als in einem Saal einfach über sowas zu reden wie Gebäudesanierung oder Solaranlagen. Vor Ort kann man das anschauen. Klimaschutz ist das zentrale Thema der Heidelberger Grünen im Kommunalwahlkampf. Wir haben neulich am Wahlkampfstand gesagt, wenn alle die Menschen, die uns am Stand sagen, sie haben uns schon gewählt oder sie werden uns wählen, dann ist die Wahl gelaufen. Und auch das ist Wahlkampf. Die Sozialdemokraten in Maxdorf haben am Abend zur After-Work-Party geladen. Ein Versuch aufzufallen. Wie kommt man denn auf die Idee, so eine Art von Wahlkampf zu machen? Ja, ich denke, wir haben hier einen 60-jährigen Bürgermeister bisher, der antritt mit dem Motto, bewährt in die Zukunft, alles weiterverwalten und möchte deshalb einen sehr innovativen und zukunftsgetriebenen Wahlkampf machen. Und deshalb auch besondere Wahlkampfaktionen und nicht immer der klassische Wahlstand. Nils Max will als Bürgermeisterkandidat Neues wagen. Als gelernter Veranstaltungskaufmann versteht er etwas von Events. Thematisch steht die SPD Maxdorf für eine bessere Kinderbetreuung und mehr Angebote für junge Familien. Ja, also ist auf jeden Fall mal was Erfrischendes, Neues, nicht das Übliche, was man sonst immer sieht. Ja, und die Kommunalwahl ist lokal, man kennt die Leute, man lernt die Leute kennen. Ich finde, es ist ganz gut so. Die Leute wollen das eigentlich nicht, wenn sie einkaufen gehen oder sonst irgendwo. Und hier optimal. Viel Aufwand, den die Parteien in der Metropolregion in den Kommunalwahlkampf stecken. Kein Wunder, schließlich betrug die Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, gerade einmal 55%. Diesmal, da sind sich die Parteien einig, sollen es mehr werden.
Und damit das mehr werden kann, müssen natürlich auch die Wähler irgendwie das Gefühl haben, die Politiker verstehen sie, die Politiker sind nah an den Bürgern. Simon, du warst jetzt die ganze Zeit unterwegs gewesen. Was ist denn dein Gefühl auch als Reporter? Was hast du erlebt? Wie nah sind die Politiker an den Bürgern? Also gerade im Straßenwahlkampf, wenn man den Leuten ja, auf der Straße wirklich auch begegnet, da ist man wirklich, kommt man in ja, sehr gute Gespräche auch, die sind wirklich sehr nah dran. Und ja, auch bei den Events, also die werden ja für die Bürger gemacht und da kommt man wirklich auch teilweise in hitzige Diskussionen. Und ja, die Leute haben ja auch gesagt, dass sie wirklich das gut finden, dass man so in die Diskussion kommt, so ins Gespräch kommt und auch mal seine Sorgen und Nöte loswerden kann. Wie ist das denn bei den Events? Also sind da auch einige Unentschlossene dabei oder sind das dann oftmals eher doch die Parteifans, die dann sagen, ja, komm, dann verbringe ich mal ein bisschen Zeit dann auch noch mit meinem Lieblingspolitiker? Ja, also auf der Straße ganz klar, da sind das wirklich die ganz normalen Bürger, so wie du und ich. Und die haben nichts mit der Partei am Hut, aber bei den Events muss man schon sagen, ein Großteil kommt dann auch wirklich, damit es voller aussieht. Und ja, die stehen dann auch der Partei oft nahe. Und ja. Du hast gesagt, es gibt auch teilweise hitzige Diskussionen. Und wird der Ton denn dann auch manchmal ein bisschen schärfer? Ja, je nach Thema natürlich auch. Ja, also klar, wenn das gerade ein heiß diskutiertes Thema in der Kommune ist, dann geht es auch schon mal heftiger zu. Ich habe da einige Diskussionen erlebt, wo dann auch Leute wirklich auf ihren Standpunkten beharren und ja, die Politiker versuchen, ihre Argumente dagegen zu halten. Da geht es schon mal heiß her. Und, aber natürlich immer auf einem professionellen Level. Also da will man keinen verbrellen. Auch immer versuchen, an die Wahl zu denken. Und ja, dass die Leute trotzdem ihr Kreuz an der vermeintlich richtigen Stelle machen. Jetzt sind wir ja natürlich dann auch auf kommunaler Ebene unterwegs. Können sich da die Menschen, egal ob Politiker oder auch Bürger, frei von der Bundesebene machen? Irgendwie spielt das ja oftmals auch rein. Also thematisch sind das schon wirklich die kommunalen Themen. Das Haus, was seit 2 Jahren abgebrannt als Ruine dasteht, ob es jetzt abgerissen wird oder nicht. Oder ein ganz klassisches Thema auch der ÖPNV, die Anbindung der Ortsteile an die Kernstadt, sage ich mal. Das sind wirklich die kommunalen Themen. Aber der Trend, wie geht die Wahl jetzt am Sonntag wirklich aus? Da haben ja auch viele gesagt, ja, auf Bundesebene, da können die Leute sich wirklich nicht von frei machen, von den Themen, die in Berlin oder auch in den jeweiligen Landeshauptstädten in Mainz oder in Stuttgart ja, Themen sind, davon können die Leute sich nicht komplett frei machen. Wir werden es noch ein bisschen beobachten in dieser Woche und du bleibst natürlich auch weiter dran. Simon Steuf, danke schön und wir blicken auch noch mal kurz nach Mannheim. Denn wenn Sie möglicherweise ja auch Neuwähler sind, dann wissen Sie vielleicht auch gar nicht genau, wie funktioniert das eigentlich mit dem Wahlzettel. Ne? Also auf europäischer Ebene ganz klar ein Kreuz, auf kommunaler Ebene, um Gottes Willen, dann sind das ist eine ganze Liste von Kreuzen, die man da machen muss. Und da kriegen Sie geholfen sozusagen und zwar in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1. Da gibt es eine Art Probewahl. Das Ganze, das fand heute im Rahmen des Medienmittwochs statt. Die Teilnehmer konnten unter Realbedingungen, aber ohne richtige Stimmenabgabe, schon mal sehen, was sie dann bei der tatsächlichen Wahl am 26. Mai so alles erwartet. Zudem ist mit dem Kommunalomat auch eine Entscheidungshilfe dabei gewesen. Und am Glücksrad der Landeszentrale für politische Bildung konnten die Besucher ihr Wissen rund um die Kommunalpolitik testen. Wir haben noch weitere Nachrichten für Sie im Gepäck und die hat heute Nikolaus Papadopoulos zusammengefasst. Neues Verfahren gegen Ghostwriter. Die Witwe des Ex-Bundeskanzlers Helmut Kohl hat heute am Landgericht Köln ein neues Gerichtsverfahren gegen das Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, angestrengt. Maike Kohl-Richter will weitere Textpassagen streichen lassen. Der Journalist Heribert Schwan hatte als Ghostwriter Kohls Memoiren geschrieben, doch beide hatten sich zerstritten. Seit dem Tod des Ex-Kanzlers im Jahr 2017 führt Richter Kohl Prozesse rund um die Veröffentlichung der Memoiren. Als Zeuge war heute auch Sohn Peter Kohl geladen. Der Richter Kohl vorwarf, die Deutungshoheit über das politische Erbe von Helmut Kohl erlangen zu wollen. Aufmerksamkeit wecken. Weil sich noch zu wenige Menschen gegen den humanen Papillovirus, auch bekannt als HPV, impfen lassen, hat die Stadt Mannheim in Kooperation mit dem Krebsverband Baden-Württemberg und der Preventer-Stiftung heute das Projekt Freiwilligen HPV-Impfung ins Leben gerufen. Wir wollen Informationen verbreiten, damit die Eltern wissen, über was wir reden, damit die Eltern wissen, welche Angebote für ihre Kinder und deren Gesundheit existieren. Und wir wollen darüber hinaus auch Impfungen anbieten. Jährlich erkranken in Deutschland 8000 Menschen an HPV. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt Jungen und Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren, sich impfen zu lassen. Es sei die einzige Möglichkeit, sich wirksam gegen das Virus zu schützen.
Überflutungsgefahr. Die Stadt Heidelberg hat die B37 heute Morgen an der Alten Brücke aufgrund von Hochwasser für Autos gesperrt. Die Linienbusse wurden über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Am Mittag hat der Neckar seinen Höchststand von 3,85 Meter erreicht. Bereits gestern wurde der Bereich um die Alte Brücke mit Sandsäcken gesichert. Mittlerweile ist der Pegel wieder gesunken, sodass die Stadt die B37 für den Verkehr wieder freigeben konnte. Auch in Mannheim gab es im Bereich des Neckars Überflutungen. Wir kommen zum Sport und blicken erstmal zum SV Sandhausen. Der hat nämlich einen weiteren Neuzugang vorgestellt, nämlich Robin Scheu. Der kommt vom Drittliga-Absteiger Fortuna Köln. Und das bedeutet, er ist auch ein alter Bekannter vom Trainer Uwe Koschinat, denn das ist ja der Ex-Verein von Koschinat. Scheu bekommt im Übrigen einen Zweijahresvertrag. So, dann schauen wir mal auf die Pfalzbiber. Das sind wir beim Handball. Denn der TV Hochdorf stand vor einem richtungsweisenden Spiel in der Oberliga, in der Aufstiegsrelegation zur dritten Liga. Und zwar ging es gegen den TV Kirchzell. Und warum das zu einer echten Zitterpartie wurde und für wen das Ganze auch eine richtig bedeutende Partie war, das zeigt Ihnen Philipp Köhl. Die gute Nachricht vorweg, der TV Hochdorf kehrt nach dem Abstieg im vergangenen Jahr direkt wieder in die dritte Liga zurück. Und mittendrin der emotionale Anführer Steffen Bühler. Es war der Wahnsinn. Also wir haben es leider lange Zeit nicht geschafft, in der Abwehr so den Zugriff zu kriegen wie letzte Woche. Aber wir haben uns dann hinten raus auf unsere Stärken besonnen, haben dann nochmal alles in die Waagschale geworfen. Und das war aus Hochdorfer Sicht auch bitter nötig. Denn nach dem klaren 20:13 Erfolg aus dem Hinspiel am 11. Mai wollte vor heimischer Kulisse gegen Kirchzell zunächst nur wenig gelingen. Angst, das 7-Tore-Polster noch zu verspielen, hatten die Akteure aber nicht. Ich wusste auf jeden Fall, okay, jetzt müssen wir halt immer cool bleiben, unser Ding runterspielen. Und dass wir hinten raus ein bisschen die bessere Bank hatten. Ja, und dann einfach Wahnsinn, dass wir das Ding dann doch noch so auf den Unentschieden drehen konnten. Auch mit der Halle, mit der Kulisse, die uns da getragen hat, das war einfach überragend. Für den großgewachsenen Bühler hatte die Partie ohnehin einen ganz besonderen Stellenwert. Es war die letzte seiner Karriere, die gekrönt war mit seinem ersten Aufstieg. Ich glaube, viel besser hätte es nicht mehr laufen können. Also es war ja einfach der Wahnsinn. Also auch da ein riesen Dank und Kompliment an die ganze Truppe, dass wir zum einen noch so zusammengeblieben sind nach dem Abstieg. Das hat die Mannschaft zusammengeschweißt. Man wusste, wir hatten alle dieses Ziel, wieder hochzugehen. Und es hat uns einfach die ganze Saison getragen. Vater des Erfolgs ist neben den Spielern aber vor allem der noch junge Trainer Steffen Christmann. Unter seiner Leitung hat der TV Hochdorf in dieser Saison nur eine Partie verloren. Diesen Vertrauensvorschuss, den ich jetzt auch bekommen habe, dass ich riesig froh bin, dass ich und die Mannschaft da auch was zurückzahlen konnte. Deshalb bin ich dann dem TV Hochdorf sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe weiterhin innehaben durfte und jetzt auch weiterhin innehaben darf. Das ist das, was jetzt eigentlich erstmal hängen bleibt und vor allem einfach diese geile Truppe. Und die wird auch in der dritten Liga, bis auf die Abgänge von Steffen Bühler und Kai Zimmermann, zusammenbleiben. Gehen wir noch mal zum Fußball. In der kommenden Saison, da gehen sich diese beiden Mannschaften ja sportlich aus dem Weg, also zumindest im Ligabetrieb, denn der KSC ist ja aufgestiegen aus der dritten Liga, in die Waldhof Mannheim nun aufgestiegen ist. Aber am Wochenende treffen sie aufeinander, nämlich im Karlsruher Wildparkstadion. Da geht es um den badischen Verbandspokal. Normalerweise geht es da ja auch um die Qualifikation für den DFB-Pokal, aber der KSC ist durch den Zweitliga-Aufstieg sowieso dabei und Mannheim als zweiter Finalteilnehmer entsprechend auch. Das heißt, für beide Teams geht es irgendwie nur um die Ehre, von wegen nur, denn die Waldhöfer, die freuen sich auch schon auf die Partie. In der Vergangenheit hatte die nämlich auch schon für Reibung gesorgt und das offenbar nicht nur auf dem Rasen. Ja, das Pre-Game wird natürlich an der Theke gespielt, die Karlsruhe sind auch dort. Von daher, da kenne ich noch den einen oder anderen, da werden es erstmal heiße Duelle Montag bis Mittwoch geben und der dann am Sonntag noch stehen kann, hat natürlich verloren, ist ja klar. Aber sagen wir auch mal, wie es ist ein Hochrisikospiel und entsprechend ist die Frage, wie geht die Polizei das an? Tobias Faller hat nachgefragt. Der Karlsruher SC spielt im Finale des Badischen Verbandspokals gegen den SV Waldhof Mannheim. Herr Fiedler, wie brisant ist diese Partie denn? Ja, die Partie wurde im Vorfeld von uns bewertet und in Kooperationsgesprächen als Hochrisikospiel eingestuft. Deswegen gehen wir schon von der Brisanz aus. Die beiden Fanlager gelten als feindschaftlich eingestellt gegenüber und deswegen müssen wir da auch wachsam sein. Welche Maßnahmen trifft die Polizei denn jetzt im Vorfeld der Partie?
Ja, also wir treffen die Maßnahmen, die so für so ein Hochrisikospiel eben dann auch gerecht sind. Das heißt, wir versuchen von vornherein eine Fantrennung hinzubekommen. Das beginnt schon auf der Anreise und endet dann am Stadion. Also wir versuchen halt durch starke Polizeipräsenz, aber auch unsere technischen Mittel, die beiden Fanlager konsequent voneinander fernzuhalten, dass es dazu keinen körperlichen oder gewaltsamen Auseinandersetzung kommt. Ende März kam es in Mannheim außerhalb des Stadions allerdings auch zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern. Wie kann denn verhindert werden, dass sowas wieder passiert? Ja, letztendlich ist es immer schwierig, weil der Bereich um das Stadion halt auch sehr weitläufig ist und in Karlsruhe auch durch das angrenzende Waldgebiet oder so ist auch unübersichtlich. Also das heißt, es wird schwierig sein. Wir versuchen so gut wie möglich Präsenz zu zeigen und auch da zu sein, dass wir viel mitbekommen. Wir setzen dafür unter anderem auch eine Drohne ein, die von oben uns gute Bilder liefern kann, dass wir schnell erkennen können, falls sich irgendwas entwickelt und dann auch schnell einschreiten zu können. Können Sie das mal in Relation setzen im Vergleich zu so einem normalen Drittligaspiel? Wie viel müssen Sie da mehr Arbeit leisten? Ja, es ist schon was anderes. Also ein normales Drittligaspiel machen wir natürlich mit einem ganz anderen Kräfteansatz. Da haben wir viel weniger Polizei da und bei so einem Hochrisikospiel müssen wir natürlich schon ein bisschen auffahren. Wir tun das immer berechnen im Vorfeld, so ein bisschen vorausberechnen, was wir brauchen werden. Aber es ist schon so, dass wir mit mehreren hundert Polizeikräften jetzt da sein werden. Die Bundespolizei wird auch stark präsent sein mit am Hauptbahnhof. Das heißt, wir stecken da schon ordentliche Manpower rein, um eben dann verhindern zu können, dass es zu Gewalt kommt. Sowohl der KSC als Zweitliga-Aufsteiger als auch der SV Waldhof sind ja schon für den DFB-Pokal qualifiziert. Inwiefern mindert das die Gefahr vielleicht ein bisschen ab? Ja, das ist richtig. Also das haben wir in unserer Lageeinschätzung auch mit einfließen lassen, diesen Fakt. Es ist so, dass beide Mannschaften ja auch eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben. Deswegen ist da wenig Frust da. Und deswegen hoffen wir auch wenig Ärger und vielleicht auch ein bisschen mehr Lust einfach auf das Fußballspiel. Und wir hoffen dann auch, dass vielleicht so eine Gelassenheit auch beim einen oder anderen Fan sich ausbreitet, mit der dann praktisch auch das Spiel einfach ein Stück weit normaler angegangen werden kann und mit weniger Aggression. Das hoffen wir dann auch mal und dann bedanke ich mich für das Gespräch. Sehr gerne. Und ordentlich zur Sache geht es ja auch immer beim Eishockey, aber da glücklicherweise meist nur auf dem Eis. Und da war heute die Auslosung zur Gruppenphase der kommenden Champions-League-Saison. Und da wissen jetzt auch die Adler Mannheim, gegen wen sie spielen. Nämlich gegen Stockholm, Wien und den polnischen Vertreter Tichy. Und Philipp Köhl ist bei uns und kennt sich bestens aus im Eishockey. Was bedeuten denn diese Gegner für die Adler? Ist das eine machbare Aufgabe oder doch ein dickes Brett zu bohren? Grundsätzlich gilt, in der Champions League gibt es keine leichten Gegner. Nee, ja, die Wiener Mannschaft ist tatsächlich eine Top-Mannschaft in der österreichischen Liga. Also nie zu unterschätzen. Die Stockholmer, die Schweden sind traditionell schon eine sehr laufstarke Mannschaft. Die große Unbekannte ist tatsächlich die polnische Mannschaft ein bisschen. Aber die besten beiden Mannschaften der Gruppe kommen weiter. Und das wollen die Adler auf jeden Fall und ich glaube, da werden sie sich gut drauf vorbereiten. Einige Adler bereiten sich jetzt nach wie vor weiter vor, die spielen nämlich bei der Weltmeisterschaft. Wie ist denn da momentan der sportliche Status? Also die einen, die müssen noch hart ran, was machen denn die anderen, die jetzt quasi Sommerpause haben? Genau, die ganz Jungen, die sind schon seit den Playoffs eigentlich schon im Sommertrainingslager, die auch für Heilbronn gespielt haben in der zweiten Liga. Die Kontingentspieler bereiten sich in ihrem Heimatland auf die kommende Saison vor und die Nicht-Nationalspieler sind jetzt auch in anderthalb Wochen wieder schwer beim Sommertraining dabei. Das ist eine relativ kurze Pause eigentlich, die Eishockeyspieler da offensichtlich haben. Wie geht es dann jetzt weiter, also dieses Sommertraining? Was genau sind da die Inhalte? Erstmal ist das Eis abgetaut. Das gibt es in Mannheim erstmal wieder so ab Juli. Das heißt, es ist viel Athletiktraining, viel Kraft, Ausdauer was dort und viel Ausdauer an sich, was dort trainiert und gebolzt wird. Also ab Juli geht es dann wieder aufs Eis. Was sind dann da Trainingsinhalte? Geht man dann direkt in Spielform oder wird dann auch noch viel erstmal an Taktik gearbeitet? Vor allem müssen ja auch teilweise neue Spieler integriert werden. Genau, ja. Also die Taktik ist ja schon bekannt aus der vergangenen Saison, aber die neuen Spieler müssen natürlich integriert werden und da geht es auch nochmal an Ausdauer und Verfeinerung auf jeden Fall, bevor es dann in die Abstimmung geht. Ja. Philipp Köhl, danke, dass du bei uns warst. Gerne. Und nochmal tiefe Einblicke in den Eishockeysport gegeben hast. Und wir geben Ihnen gleich noch Einblicke in die Veranstaltungstipps zum Wochenende, denn die gibt es in dieser Woche, ich erkläre es gleich nochmal, ausnahmsweise heute.
Willkommen zurück bei Ron und ich hatte es eben angekündigt. Heute etwas Besonderes. Wir kümmern uns nämlich mal am Mittwoch um die Veranstaltungstipps, nicht wie gewohnt am Donnerstag. Liegt einfach daran, dass wir uns in dieser Woche und gerade dann auch morgen und übermorgen auch nochmal schwerpunktmäßig mit den Europa- und Kommunalwahlen beschäftigen. Aber was können Sie denn machen am kommenden Wochenende? Ist ja ganz gut, dass Sie jetzt schon mal etwas frühzeitiger planen können. Andreas Notz verschafft Ihnen einen mit Körpereinsatz schönen Überblick. Ganz schön dunkel hier. Ach ja, da ist ja der Schalter. Wir sind tief unter der Ronn-Region, auf den Spuren einer ganz anderen Zeit. In der Grube Marie in Weinheim. Im Mittelalter bauten hier die Minenarbeiter Blei und Silber ab. Heute steht das Bergwerk still. Doch das ändert sich am Samstag. Dann nämlich führen die Herren der Höhle, Marcel Storm und Jochen Babbest, Besucher durch die alten Stollen. Das Faszinierende ist eigentlich herauszubekommen, wie die Menschen früher hier gearbeitet haben unter Tage, mit welchen Werkzeugen und welche Verflechtungen es eigentlich mit der Geschichte Weinheims und auch der Geschichte unserer Landschaft hier herum gibt. Und das ist das, was wir eigentlich unseren Besuchern auch immer versuchen zu vermitteln. Doch das Werkzeug von damals ist hier nicht das einzige Überbleibsel. Nee, keine Angst, die ist nicht echt. Ihr ist schon seit mehreren Jahren keiner mehr gestorben. Viel interessanter ist aber, worauf sie liegt. Das ist nämlich ein richtiger Haufen. Und zwar Fledermauskot. Genau die überwintern nämlich hier, machen sich aber rechtzeitig vor der Besuchersaison wieder aus dem Staub. Also keine Angst, ein Aufeinandertreffen bleibt ihnen und den Tieren erspart. Garantierter Ballkontakt wartet hier auf Sie, auf dem Fußball-Golfplatz-Soccerpark in St. Leon-Roth. Einlochen ganz ohne Schläger, dafür mit Ferse und Fußball. Der Lieblingssport der Deutschen trifft auf den Zeitvertreib von Managern und Besserverdienern. Ja, das geht, ganz ohne dickes Monatsgehalt, weiß Ahmed Öndersch. Fußballgolf betreibt jeder, egal was in Altersklasse, von Kind bis zu Rentner. Also ist wirklich für jeden offen ab. Im Zeitpunkt, wo man laufen kann, kann man auch Fußballgolf spielen. Ist es ein Vorteil, wenn man Fußball spielt? Natürlich hat es einen Vorteil, wenn man Ball umgehen kann, Ball spielen kann, Ball passen kann, direkte Schüsse spielen kann. Letztendlich aber nein. Letztendlich kann jeder auch wirklich Fußballgolf spielen, auch nicht Fußballerfahrene. Probiere ich direkt mal aus. Ah, ganz ehrlich, das war nur ein Fake. Ich kann nämlich gar kein Fußball spielen, aber vielleicht können Sie das ja am Wochenende besser. Von harten Schüssen zu weichen Bewegungen. Lamira Faro sucht sie. Für ihr Bollywood-Musical braucht die Theaterpädagogin Unterstützung. Die Aufführung ist am 21. Juli in Heidelberg. Das Stück heißt »Seid ihr noch zu retten?« Und es geht darum, Kunst gegen Kommerz. Es soll eine heilige Kulturstätte gerettet werden. Also die Geschichte habe ich adaptiert aus einem bekannten Bollywood-Film, der mich so begeistert hat. Ich habe den gesehen und hatte den Finger in der Steckdose. Wenn Sie jetzt genauso elektrisiert sind, das große Casting findet am Freitag statt. Alter, Geschlecht oder Talent spielen keine Rolle. Lamira Faro sucht potenzielle Stars mit Leidenschaft. Und mit der gehen selbst die kniffligsten Bollywood-Moves leicht über die Hüfte. Man merkt, das ist gar nicht so einfach. Man muss sich unheimlich konzentrieren. Aber was sagen Sie? Ich sage, Sie machen das einfach super. Also ich meine, wir sind hier gerade ein paar Minuten dabei. Also am Freitag 3 Stunden. Dann ist Garantie, dass das Ding sitzt. Und ab in den Überblick. Eine steinige Zeitreise in der Grube Marie in Weinheim erwartet Sie am Samstag ab 14 Uhr. Über eine Anmeldung freut sich die Verwaltungsstelle Hohensachsen. König Golffußball regiert die Ronn-Region. Für 10 Euro können Erwachsene auf dem Soccerpark in St. Leon-Roth kicken und einlochen. Lamira Faro macht sie zum Star. Ganz ohne Casting-Couch, nur Leidenschaft ist hier Grundvoraussetzung. Vorsingen, tanzen und sprechen können Sie von 16 bis 19 Uhr in der Theaterwerkstatt Heidelberg. Ach ja, schöne Tipps vom Kollegen Andreas Notz. Das Wetter, das spielt tatsächlich am Wochenende größtenteils auch mit. Hier sind die Aussichten. Donner und Regen hatten wir zuletzt genug. Dieser Donnerstag verspricht wieder richtig schön zu werden. Viel Sonne, blauer Himmel und nur zwischendurch ziehen ein paar dichtere Wolken durch. Die bleiben aber nicht lange zu Besuch und Regen haben sie auch nicht im Gepäck.
Dazu wird es angenehm warm. Die Temperaturen klettern auf 19 bis 23 Grad. Und zusammen mit einer Portion UV heißt das Frühsommerfeeling für alle. Ähnlich bleibt es am Freitag. Erst zum Samstag ziehen ein paar mehr Wolken heran und zwischendurch kann auch mal ein Schauer oder Gewitter dabei sein. Meist ist es aber freundlich bei Temperaturen bis 23 Grad. Auch der Gang zur Wahlurne, zur Europawahl am Sonntag, wird nicht am Wetter scheitern. Es bleibt weitgehend trocken und angenehm warm. So, dann blicken wir noch ganz kurz nach Altlosheim, denn die Polizei sucht jetzt nach einer jungen Frau und bittet dabei um ihre Mithilfe. Allerdings geht es dabei um eine, ich sag mal, Täterin. Es gab nämlich einen Vorfall auf dem Radweg am Rheindamm. Genau, da soll nämlich eine junge Frau einen 51-Jährigen von einem Rad gestoßen haben, und nachdem sie ihn zuvor beleidigt hat. Alles irgendwie eine relativ unschöne Sache. Man weiß nicht so genau, welche Frau da genau hinter steckt. Aber die Polizei sucht eine 16 bis 18 Jahre alte Dame, zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß soll sie sein, zierlich und dunkelhaarig. Also wenn Sie da eine Idee haben, freut sich die Polizei da über Hinweise. Und wir freuen uns einfach, wenn Sie morgen wieder einschalten. Uns gibt es wie gewohnt um 18 Uhr. Auch morgen wieder Lukas und ich sagen tschüss. Schönen Feierabend. Ja, macht es gut. Tschüss.